ja, war, oder ich sag mal, der Abend hätte früher besser laufen können. Am Ende sind wir aber weitergekommen, das war das Wichtigste. Und das müssen wir jetzt schnell abhaken. Morgen ist Freiburg und da zählen für uns Punkte, die wichtig sind jetzt und die müssen wir holen. Ja, natürlich braucht man auch im Elfmeterschießen ab und zu ein bisschen Glück. Vorher war ich die anderen Male in der falschen Ecke und dann, klar, ist es bewusst. Mir war das bewusst beim letzten, dass wenn ich den nicht halte, ist es vorbei. Hab mich dann für die Ecke entschieden und den gehalten. Es war sehr wichtig in dem Moment und freut man sich natürlich. Aber ja, am Ende des Tages war es einfach nur wichtig, weiterzukommen. Ja, unten wird es enger. Die Mannschaften, die unten zuletzt waren, haben jetzt auch wieder gepunktet in den letzten Spielen. Wir müssen, so wie wir zuvor auch gesagt haben, die Punkte holen. Das Saisonziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Wir sind jetzt noch in Anführungsstrichen komfortablen Situation, dass wir noch Abstand haben und nicht direkt unten drin sind. Aber da können wir uns keine Sekunde ausruhen, weil ja, wenn wir die Punkte nicht holen, dann rutschen wir da rein. Das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir direkt morgen anfangen, Punkte holen. Und dann wollen wir versuchen, den Abstand größer zu halten. Wir haben in den Spielen davor oft im Verhältnis weniger Gegentore bekommen, das stimmt. Das hat uns auch ausgezeichnet, dass wir da gut verteidigt haben. Klar hat das auch mit einer individuellen Klasse zu tun, die auch in der Liga mehr als genug vorhanden ist. Und wurden so wie auch am Anfang der Saison dann mehr bestraft als zuletzt. Das tut uns natürlich weh und das müssen wir natürlich abschalten, dass wir weniger Gegentore bekommen. Am liebsten zu null morgen wieder. Weil so können wir Punkte holen dann. Klar, ich habe da 8 Jahre gelebt. Natürlich bin ich auch zu dem Verein verbunden, aber das ist mir ehrlich gesagt morgen total egal, weil da zählen für mich nur Punkte. Ja, die Freiburger haben eine hohe Qualität, können sehr gut Fußball spielen, haben viele gute individuelle Spieler und die müssen wir halt versuchen, hier an der Hafenstraße frühzeitig zu unterbinden, in den Zweikämpfen aggressiv da zu sein und denen zu zeigen, dass sie das hier nicht spielen können. Und genauso müssen wir das angehen. Ja, wir machen da schon auch gegnerbezogene Analysen, gucken, wer könnte da auf einen zukommen. Er ist ein sehr robuster Spieler, macht die Bälle gut fest. Super Kopfballspiel. Da müssen wir vor allem auch bei Flanken, bei Standards sehr aufmerksam sein und ihn versuchen, nicht am Ball kommen zu lassen, weil dann wird es sonst gefährlich. Ja?